Hallo, meine Lieben. Die heutige Tagesbotschaft von den Engeln ist für Samstag, den 11. Juli 2020. Heute möchte uns Ariel, der Engel der Elemente der Erde und Luft, er unterstützt Raphael bei der Heilung körperlicher Krankheiten, die mit diesen beiden Elementen zu tun haben. So können sie bei Erkrankungen der Atemwege Ariel mit seiner sanften, heilenden Energie der Luft um Hilfe bitten. Mit Ariels Hilfe können sie auch die heilende Kraft der Erde channeln. Die meistens als Wärme auftritt und in jeden Körperbereich gelenkt werden kann. Die Edelsteine, Tigerauge und Rosenquarz helfen, negative Energien abzuleiten und sich zu erden. Den Rosenquarz seht ihr auch vorne neben der Engelskarte. Dies hier ist der Rosenquarz, meine Lieben. Vor allem verweist diese Karte jedoch auf das Mysterium. Durch seine Beziehung zu Pluto verbindet Ariel durch das Medium Erde die sichtbare Welt der Luft mit der unsichtbaren Unterwelt. Diese Verbindung ist mehrdimensional und unterstützt ihre psychische Entwicklung, das dritte Auge. Druck abzubauen und erweitert die Wahrnehmung. Dunkelvioletter Amethyst schließt manche Türen und öffnet andere, zum Beispiel die Türe zum fünften Element, der Quiescenz. Das größte Mysterium ist dennoch das Leben selbst. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe!